So, herzlich willkommen zu Freemind 360. Ich habe mir ein Buch gekauft, und zwar von Bill Gates, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Wir werden das Buch ganz langsam abarbeiten, weil ich habe das Problem, dass mir sehr schnell langweilig wird bei Büchern. Und das heißt, wir lesen vielleicht wirklich nur ein paar Seiten. Und währenddessen reden wir drüber. Also falls jemand auf Twitch, also wir haben eine Aufnahme in 360 für YouTube als Aufzeichnung. Und das kommt halt später, wird das hochgeladen. Da kann man auch die Umgebung sehen, wie ich hier lebe. Und ich habe hier auch eine Live-Aufzeichnung auf Twitch, also Live-Sendung. Das wird dann auch nur für ein paar Tage auf Twitch gespeichert. Also wer dann Interesse hat, dann mal 2D zu sehen, in einer besseren Qualität, einer besseren Auflösung, weil die wird mit einer GoPro aufgenommen, dann kann er ja mal bei Twitch schauen. Ich bin da mit dem gleichen Namen. So, warum habe ich mir dieses Buch gekauft? Das hat bei Amazon 20 Euro gekostet. Und tatsächlich dass mir die grundsätzlich in der Welt das ein bisschen zu sehr schleifen hat lassen. Also das ist auch gerade meine Generation und die Politiker meiner Generation und die Ältere, die haben nach dem Schema F gearbeitet und dieses Schema F braucht mindestens mal eine Korrektur, wenn nicht das schematisches Politik machen vielleicht nicht noch ein Problem ist. 50% der Leute lassen sich durch Slogans beeinflussen. Manche glauben so sehr die Slogans, dass sie sogar die AfD wählen. Ja. Ja, sie prüfen nicht mehr die Slogans. Für denen ist es einfach nur eine Vertrauensgeschichte. Dabei hängt es von uns ab, was wir glauben oder nicht. Also jedem Einzelnen. So. Und ich bin halt der Mensch, der lieber es ist halt von meiner Erfahrung her, wenn man halt prüft und dann merkt man halt, dass wissenschaftliche Arbeiten Hand und Fuß haben. Und wenn das irgendwelche Schwurbler sind, auch wenn es Doktoren sind, merkt man das oft sehr früh, dass es Quatsch ist. Und das wundert mich schon und das wirkt so, als würde man die Leute mit Absicht verarschen. Also auch die Doktoren es eigentlich besser wissen, aber einfach nur Geld damit verdienen. Ja, zum Beispiel Bhakti etc. So. Wir haben trotzdem, also bei aller Erkenntnis, dass der Klimawandel kommt, wenn wir nichts dagegen tun, oder der schon da ist, bleibt dann trotzdem die Frage offen, was wir tatsächlich dagegen tun können. Und da hat halt Bill Gates dieses Buch geschrieben. Normalerweise ist es so, wenn irgendwas nicht wahr ist, dann fällt es einem auf, während man das bearbeitet. Und hier will ich das mal mit einfügen. Also es kann sogar sein, dass dann die nächste Folge nicht einfach ein neues Kapitel oder nächste Seite ist, sondern es kann dann sein, dass wir bei dem Buch dann, dass ich dann einfach, was sich mir dann eingefallen ist und was ich gegoogelt habe etc., dass ich das extra nochmal in der nächsten Folge nur bearbeite. Warum? Weil ich kann nicht beides, ich kann nicht googeln und die zwei Kameras organisieren, das geht nicht. Das könnte ich am Computer machen, ja, das ist unpraktisch. Ja. Und außerdem sollte man vielleicht sich nicht allzu viel aufladen. So, hallo. Achso, das ist eine Werbung. Also jemand versucht über Twitch zu sagen, ja, willst du berühmt werden? Und dann kannst du hier Followers kaufen. Interessiert mich gar nicht. Ich will nicht berühmt werden. Ich meine, ich werde vielleicht berühmt, aber das ist nicht das Ziel der Sache.
So. Also. Ziel der Sache ist, ein möglichst schönes Leben zu machen. Ja? Und der soziale Austausch gehört halt dazu. Ja? So. So, dann schauen wir mal. Also bitte jetzt, gehen wir mal hier auf. Übrigens nur so ein Cover. Das sieht nach einem ganz normalen, ordentlichen Buch aus. Na gut, auch in Capitals geschrieben, also in Großbuchstaben geschrieben. Das schreit einen direkt an. Naja, gut. Aber das ist dann eine Überlegung, was sich ein Milliardär für ein Buch erwartet, ja, dass es wenigstens ordentlich gebunden ist. Und so sieht es halt auch aus. Naja, gut, ist nicht schlecht. Aber nicht jeder ist ein Bücherwurm. Milliardenschwerer Bücherwurm. Und das Buch ist relativ teuer, finde ich, für 20 Euro. Aber das ist halt auch so, wenn man es zu billig macht, dann werden die Leute einen Finger heben, naja, der hat das unterstützt. Wenn du es dann viel zu teuer machst, dann sagst du, das ist ein Elitebuch. Also 20 Euro ist schon irgendwo in der Mitte. Ja. So. Welche Lösungen es gibt und welche Fortschritte nötig sind. Okay. Oh. Das erinnert mich auch, also ich tue erstmal hier das Vorlesen, oder nee, ich sag lieber meinen Gedanken, dann lese ich nochmal. Das erinnert mich an die Mondmission, ja. Also man hatte beim Anfang, wo man gesagt hat, man geht dahin, da war vieles noch nicht erfunden, ja. Man hat einfach nur das Gefühl gehabt, das kann man erfinden, ja. Gerade im Ingenieurwesen ist es so, ne? Natürlich geht das auch manchmal schief, also meistens geht das, hängt es am Finanziellen. Ich meine, bei der Mondmission war das ja so, da hatte man einfach reingehauen mit den Geldern, damit man das machen kann. Und dann schafft man es auch. Und so ist es auch zum Beispiel auch mit dem Erfolg mit Chinas Wirtschaft und Batterietechnik, wo sie gerade ganz vorne sind. Und so läuft das halt auch, ne? So. So. Also ich wollte ja nochmal vorlesen. Also Bill Gates, wer den nicht kennt, das ist der Gründer von Microsoft. Fast jeder Computer läuft mit einem Windows-Betriebssystem. Das ist mehr oder weniger auf seinen Liste, ist auch nicht erfunden. Aber das ist seine Firma, die das angeboten hat. Das hat angefangen mit MS-DOS und da hat er noch selbst sich mit beschäftigt, also von der Programmierung war er am meisten damit beschäftigt. Wobei auch nicht wirklich. Ne? Also, er war direkt eigentlich schon so einer, der gekauft hat und im richtigen Moment verkauft hat. Die Dinge einen guten Deal geschafft hat mit IBM. IBM war damals die Computerherstellerfirma, also die einzigste relevante war das am Anfang. Es gab noch ein paar andere. Aber also ganz am Anfang war so ziemlich der einzigste, ne, mit Schreibmaschinen sogar und sowas und solchen Sachen, elektrischen Schreibmaschinen. So, Katastrophe verhindern. So. Wie wir die Klimakatastrophe verhindern, welche Lösungen es gibt, welche Fortschritte nötig sind. Also habe ich ja gesagt, das ist durchaus anpeilbar, wenn man dazu sich dafür bemüht. So, alles vorbei. Aus dem amerikanischen Englisch von Carsten Petersen und Hans-Peter Remner. Mit 35 schwarz-weiß Abbildungen. Aha. So, jetzt beenden. Für die Wissenschaftler, Innovatoren und Aktivisten, die uns den Weg zeigen. Oh, das ist sogar schön. Von 51 Milliarden auf 0, Kapitel, Seite 9, das ist Einführung, interessant.
Ich würde sagen, das Inhaltsverzeichnis brauche ich nicht vorzulesen. Ja, weil das würde ich ja dann immer schreiben. Da ist ja schon die Einführung. Bis wohin geht denn die Vereinführung? So. Also die werden noch nicht in einen. Also auf jeden Fall will ich euch sagen, das ist ziemlich schweres Papier. Also in dünn gedruckt, in billigem Papier gedruckt, wäre das Buch um einiges dünner. Aber es fühlt sich gut an. Also es gibt manche Bücher, da ist das Dach, da ist das der Einband da. Auch schon interessant. So. So, Einführung von 51 Milliarden auf Null. Es gibt zwei Zahlen, die über den Klimawandel, die man über den Klimawandel kennen sollte. Die erste ist 51 Milliarden, die andere ist Null. Also es war nicht, es geht nicht um sein Gehalt, um sein Vermögen. Okay. Die 51 Milliarden beziffen die Menge der Tonnen an Treibhausgasen, die typischerweise weltweit jedes Jahr die Menge, so wahrscheinlich die Atommenge, die typischerweise weltweit jedes Jahr in die Atmosphäre freigesetzt werden. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr ein bisschen steigen oder fallen. Aber im Großen und Ganzen nimmt sie zu. Das ist der Stand der Dinge heute. Und da ist auch ein Sternchen. Die 51 Milliarden Tonnen, das sind sogar Tonnen, nicht Mol, ja, da steht es ja auch Tonnen, basieren auf den neuesten verfügbaren Daten. Im Jahr 2020 gingen die weltweiten Emissionen etwas zurück, wahrscheinlich um ca. 5%, da die Covid-19-Pandemie die Wirtschaft so dramatisch ausbremste. Da wir aber die genaue Zahl für 2020 nicht kennen, werde ich 21 Tonnen als Gesamtemissionsmenge verwenden. Im ganzen Buch werden wir hin und wieder auf dieses Thema Covid-19 zurückkommen. Gut, okay. Null ist das Ziel, was wir uns setzen müssen, um die Erderwärmung zu stoppen und die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels zu verhindern. Und diese Folgen werden verheerend sein. Müssen die Menschen aufhören, der Atmosphäre Treibhausgase zuzuführen. Das klingt schwierig, denn es wird schwierig sein. Die Menschheit hat noch nie etwas so Großes unternommen. Das bedeutet, dass jedes Land seine Gewohnheiten wird ändern müssen. Bei so gut wie allen Aktivitäten des modernen Lebens, Landwirtschaft, Industrie, Transport und Verkehr. Werden Treibhausgase freigesetzt und nach werden immer mehr Menschen diesen modernen Lebensstil übernehmen. Das ist gut, weil es bedeutet, dass ihr Leben besser wird. Wenn sich aber nichts anderes ändert, wird die Menschheit immer weiter Treibhausgase produzieren. Der Klimawandel wird sich immer weiter verschärfen und seine Folgen für die Menschheit werden aller Wahrscheinlichkeit nach katastrophal sein. Aber wenn sich nichts anderes ändert, ist ein großes Wenn. Ein großes Fan. So muss man das
Ich glaube, die Dinge können sich ändern. Jetzt das Können ist schräg, also kursiv beschrieben. Wir verfügen schon jetzt über einige der Werkzeuge, die wir dafür benötigen. Und was jene angeht, über die wir noch nicht verfügen, bin ich aufgrund von all dem, was ich über den Klima und Technologie gelernt habe, optimistisch. Okay. Also gut, das war ja so ähnlich wie der Beispiel, wo ich gesagt habe, mit der Mondlandung, mit dem Mondprojekt. So, Klima und Technologie gelernt habe, optimistisch, dass wir sie erfinden, einsetzen und eine Klimakatastrophe verhindern können, wenn wir nur schnell genug handeln. In diesem Buch geht es darum, was getan werden muss, um das zu erreichen, um warum ich glaube, dass wir es schaffen können. Vor 20 Jahren hätte ich nie erwartet, dass ich eines Tages Vorträge über Klimawandel halten, geschweige denn ein Buch darüber schreiben würde. Mein Background ist Softwareentwicklung, nicht Klimawissenschaften. Und heutzutage ist mein Volltime-Job, gemeinsam mit meiner Frau Melinda für die Gates Foundation zu arbeiten. Ja, ich glaube, die sind jetzt inzwischen geschieden. Wo wir uns voll und ganz auf die globale Gesundheit und Entwicklung sowie das Bildungswesen in den USA konzentrieren. Das kann ja jeder nachschauen. So, mein Interesse am Klimawandel entstand auf einem Umweg, und zwar auf das Problem von Energiearmut. Anfänger der 2000, also sein Interesse für den Klimawandel kam erst durch den Umweg, dass er sich um Energiemangel sagte, vielleicht ein blödes Begriff, wo der da übersetzt hat, der Besitzer, Energiearmut. Ja, die Armut, die entsteht, weil da zu wenig Energie herrscht. Anfang der 2000er Jahre, als unsere Stiftung gerade mit ihrer Arbeit begann, fing ich an, in einkommensschwachen Ländern in Sub-Sahara und Südasien zu reisen, um mir vor Ort ein Bild zu machen über Kindersterblichkeit, HIV und deren große Probleme, mit denen wir uns beschäftigen. Doch auf solche Reisen dachte ich nicht nur an Krankheiten. Hin und wieder, wenn ich in einer Großstadt angekommen war, schaute ich abends aus dem Fenster und dachte, warum ist bloß so dunkel da draußen? Wo sind all die Lichter, die ich sehen würde, wenn das hier New York, Paris oder Peking wäre? In Lagos, der größten Stadt Nigerias, kam ich durch unbeleuchtete Straßen, wo die Menschen sich nur um Feuer drängten, die sie an alten Öltonnen entfacht hatten. In abgelegenen Dörfern sprachen Melinda und ich mit Frauen und Mädchen, die jeden Tag stundenlang Feuerholz sammeln mussten, um vor ihrer Hütte im Dorf über ein offenes Feuer zu kochen zu können. Wir trafen Kinder, die ihre Hausaufgaben bei Kerzenlicht machen mussten, weil es im Dorf keinen Strom gab. Da gibt es auch ein Projekt von einem Deutschen, der so ganze Trailer baut mit Solarzellen und wahrscheinlich auch eine Batterie da drin. Und dann fahren sie das in so einem Dorf
Und dann suchen sie sich jemand aus, der das organisiert und der verkauft dann den Strom weiter. Ne, von den Solarzellen. Und die sind billiger wie das, was die über sonst an Strom da gebracht haben. Und man kann mit Strom auch in solchen Ländern, in vielen Orten, einen Mehrwert erzeugen. Ja. Also da haben sie mal so eine Dokumentation gemacht über den Kerl. Das ist ein Deutscher mit einem riesen Bart. Der kommt auch aus meiner Gegend bei Main. Ja. So, der tut also diese Trailer hinstellen und diese Leute, die können damit halt einen Mehrwert machen, zum Beispiel indem sie halt hingehen und einen Kühlschrank haben und dann Eis produzieren und das verkaufen. Ja. Also das erzeugt schon Möglichkeiten und das ist dann Chancen für die Leute dann vor Ort in dem Dorf, wo sie vorher keinen Strom gehabt haben. Oder da haben sie halt ein Beispiel gebracht in einem Dorf, die vorher Strom gehabt haben, aber derjenige, der es angeboten hat, sondern eine Dieselmaschine hatte, um das zu erzeugen. Und der kann dann, und der hat dann diese Hoheit davon bekommen. Und von dem Trailer, also der wird einfach hingestellt, das wird aufgeklappt und zack, ist das zur Energieversorgung für so und so viele Haushalte. Dann haben dann die Frauen interviewt, die vorher, deren Familie da am meisten bisher von dem Strom gekauft haben. Ja, wir können hier wieder unsere Kühlschränke betreiben, dann machen wir Eis, bringen das in die Stadt und was auch immer. Und da machen die halt schon Geld mit. Ja. Das muss man, also Strom ist schon ziemlich wichtig. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine gute Idee ist. Wobei ich finde, von dem einen Deutschen, das ist besser als das, was der eben, also ich habe ja ein bisschen gesehen, was der geht, sonst macht. Der hat ja diese Sache mit der Kernenergie, hat er ja da. Aber Kernenergie ist ziemlich teuer. Ja. Und so ein Solarzellen-Trailer, da kannst du jemanden hinstellen, den tust du ein halbes Jahr ausbilden, dann kann der das. Ja. Dann ist aber auch alles erzählt. Von A bis Z. Ja, gehen wir weiter. Ich erfuhr, dass weltweit etwa 1 Milliarde Menschen keinen zuverlässigen Zugang zum Stromnetz hatten. Und dass die Hälfte von ihnen in Subsahara-Afrika lebte. Seither hat sich die Lage ein bisschen verbessert. Heute haben noch etwa 860 Millionen Menschen keinen Strom. So. Wie viel war das? 1 Milliarde? Jetzt nur 860 Millionen. Das sind ja 14% weniger. Naja, gut. Ja, kommt auf an, welchen Zeitraum. Ich dachte an das Motto unserer Stiftung. Jeder Mensch verdient die Chance, ein gesundes und produktives Leben zu führen. Das ist so produktiv, das meine ich ja. Und mir wurde klar, wie schwierig es ist, gesund zu bleiben. Also jetzt schießt mir was in meinen Kopf hinein, weil es ist so, er bis jetzt redet er sehr viel über seine Energieprojekte und die Armut, ja. Aber der Titel des Buches bezieht sich auf die Klimaaktivisten, ja. Klar, man kann auch was Gutes für die Welt wollen, aber bisher sieht es so aus, als überschätzt er die. Ich meine, für die Leute dort ist es wichtig, klar. Aber er überschätzt die Sache mit der Energie, mit der extremen Herausforderung, oder er lenkt sie zumindest dahin, die Sache mit der Energie. Und dabei ist sie nur ein kleiner Teil von dem Problem des Klimawandels. Ja. Und daher ist das schon ein bisschen seltsam bis jetzt. Aber wir sind ja hier nur
Anscheinend will er auch ein bisschen erklären, wie er dazu gekommen ist und dass es da ein Steckenpferd. Aber das Buch an sich tut etwas anderes. Das suggeriert am Anfang, ne? Also gut, wir sind auch nur am Anfang. Und ehrlich gesagt, das wusste ich auch schon. Deswegen habe ich auch gesagt, der macht ja die Sache mit kleinen Kleinstkernkraftwerken, weil er das für eine Lösung findet. Aber das ist, glaube ich, keine Lösung. Da ist diese eine Firma, die diesen einfachen deutschen Kerl, der diese Trailer also praktisch in Deutschland zusammenbaut und dann da runterfährt, ist wesentlich hilfreicher. Und das ist eine Firma, die sich auch noch selbst trägt. Also das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, die Batterietechnik, die wird auch in Afrika mittlerweile von seinem Zweigunternehmen gebaut. Das ist auch wichtig, wenn man das baut. Selbst baut, da können wir dann viel Geld sparen. Batterien sind das teuerste an der ganzen Sache. So. Mir wurde klar, wie schwierig es ist, gesund zu bleiben, wenn die örtliche Klinik Impfstoffe nicht kühlen kann, weil der Kühlschrank keinen Strom hat. Es ist schwierig, produktiv zu sein, wenn man kein Licht hat, um zu lesen. Und es ist unmöglich, eine Wirtschaft aufzubauen, in der jeder Mensch die Chance auf einen Arbeitsplatz hat, wenn für Büros, Fabriken und Callcenter kein erschwinglicher Strom zuverlässig in großen Mengen zur Verfügung steht. Ja, ist schon ehrenhaft. Also wir reden ja eigentlich vom Klimawandel. Aber gut. Ungefähr zu dieser Zeit schickte mir der Wissenschaftler David McKay von der Universität Cambridge, der leider inzwischen verstorben ist, eine Grafik, in der er die Beziehung zwischen Einkommen und Energieverbrauch darstellt. Zwischen dem Pro-Kopf-Einkommen eines Landes und der Stromverbrauch seiner Menschen in der Grafik war auf einem